Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unserer beliebten Sendung zum Thema Gottes Apotheke, alte Hausmittel, moderne Naturarzneien. Auch heute sind wir, das sind Herr Professor Bankhofer und ich, wieder in Bad Füssing, Europas größter Thermlandschaft in Bayern. Und hier ist auch der Sitz des Bankhofer-Zentrums, ein Fachzentrum an der Internationalen Akademie für medizinische Kommunikation. Draußen ist es schon richtig kalt geworden und heute haben wir uns hier zu einer Tasse Tee zurückgezogen. Und der Winter, das soll auch Thema der heutigen Sendung werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuschauer, aber viele, die keinen Wintersport treiben, mögen diese Jahreszeit ja nicht. Denn sie beschweren sich über die Kälte, über das nasse Wetter und die Dunkelheit. Sie allerdings, Herr Professor Bankhofer, sagen, das wäre eigentlich doch sehr ungerecht dieser schönen Jahreszeit gegenüber. Warum? Aber wie? Es gibt tatsächlich Statistiken, die sagen, dass sich die meisten Menschen beim Wort Winter was Negatives vorstellen. Sie denken an Glatteis, an Nebel, an Nässe, an Düsterheit, ja? So wie Sie es ja anfangs auch schon sehr schön dargestellt haben. Und je älter die Menschen werden, desto mehr Angst haben sie sogar vor dem Winter, damit sie nicht stürzen und sie trauen sich dann nicht aus dem Haus. Nicht? Und so. Dabei muss man klar sagen, es gibt nichts Schöneres als den Winter und der Winter ist so eine Naturarznei sogar. Haben Sie ein paar überzeugende Beispiele für den Winter? Gehen wir doch nur hinaus und stellen wir uns vor, blauer Himmel, strahlende Sonne, glitzernder Schnee. Wir gehen über weißen Schnee, ja, wunderbar. Oder wir ziehen einen Schlitten oder wir sitzen auf einem Schlitten mit Pferden davor, ja. Oder man geht Skilanglaufen oder wenn man in der Stadt ist, Eislaufen, wunderschön, was tut sich da alles auf diesen Eislaufplätzen? Und gesund ist es für die Atemwege, die Winterluft einzuatmen. Das ist etwas Wunderbares, tut Seele und Körper sehr, sehr gut. Stimmt, das Eislaufen ist im Sommer weniger möglich, eine schöne Winteraktivität. Ja. Haben Sie noch ein paar positive Argumente für diese nasskalte Saison? Am laufenden Band. Es gibt ja nichts Schöneres, als dass man an so einem kalten Wintertag dann in eine warme Stube kommt und sich dann zusammensetzt, so wie wir hier stehen, trinken schönen Tee. Man kann sich an den Schalen schon richtig wärmen, ja, das tut schon gut. Das ist klar. Oder man ist allein, zieht sich zurück, man liest ein Buch, man hört Musik, man setzt sich in die Badewanne. Oder man geht ins Thermalwasser, wie hier in Bad Füssing, oder setzt sich in eine Sauna oder geht in die Infrarotkabine. Denn die Wärme kann man nirgends so schön genießen, wenn auf der anderen Seite, wenn es kalt ist draußen. Ja, das stimmt. Sie haben den Winter vorhin eine Naturarznei genannt. Warum? Also gegen welche gesundheitliche Beschwerden kann der Winter denn Abhilfe leisten? Der Allergiker, der Pollenallergiker, der kann jetzt durchatmen, der kann durch die Natur gehen. Es gibt keine Pollen. Er kann jetzt seine Atemwege stark machen für den Frühling, wenn dann die Pollen über ihn herfallen. Ja? Da kann er also viel dafür tun und er kann die Zeit wirklich genießen. Ja? Das ist richtig. Und zweitens natürlich muss man sich vorstellen, an einem eiskalten Wintertag ist die Gefahr für eine Erkältung, für einen Schnupfen oder grippalen Infekt überhaupt nicht so groß. Denn auch die Viren mögen diese trockene, kalte Luft überhaupt nicht. Ist dem Viren zu kalt? Denn ist es zu kalt. Die mögen diese schmuddelige, nasskalte Wetter. Ja? Da haben sie es dann eilig. Also das ist zum Beispiel auch ein Riesenvorteil für uns, dass man einfach gesünder bleibt. Und es gibt ja Statistiken, die nachweisen, dass der Winterurlaub, ja, 14 Tage Winterurlaub, für den Körper eine weitaus größere Erholung darstellt, als 14 Tage am Meer zu schwimmen und in der Sonne zu liegen. Das ist interessant. Okay, sorgt für mehr Entspannung, ist eigentlich gesünder als ein Sommerurlaub. Die Menschen, die so einen Winterurlaub machen, kommen entspannter und kommen also erholter zurück. Was spricht denn noch für den Winter, für diese Jahreszeit? Da hätte ich schon was Besonderes für alle Menschen, die schlank bleiben und schlank werden wollen. Ein wichtiges Thema. Wenn man nämlich an einem eiskalten Wintertag 2 Stunden draußen, nehmen wir an, durch den Schnee stapft oder auch über Eis geht, vorsichtig, ist egal, dass man heute in der Kälte draußen ist, dann verliert man und baut ab, je nach Körpergewicht und Körpergröße, zwischen 300 bis 600 Kilokalorien verbrennt man in dieser Kälte draußen. Das bedeutet in der Praxis, man kann also schlank werden, schneller abnehmen oder man kann sich trotzdem leisten, ohne schlechtes Gewissen, ein schönes Tortenstück, einen Kuchen zum Beispiel. Diese Winter ja so reichlich gibt richtig, und so lecker gibt. Und kann sagen, macht ja nichts, weil ich war jetzt 2 Stunden draußen und das hat mir also wirklich etwas gebracht. Ich kann was tun. Also ich glaube, das sind schon sehr überzeugende Argumente, die ich da auf den Tisch legen konnte, die positiv, so positiv für den Winter sprechen, dass ich allen zurufen möchte, bitte, wenn Sie sich damit jetzt befasst haben, nicht verzweifeln, dass der Sommer wieder kommt. Ja, das glaube
glaube ich ja nicht ganz. Der Sommer bleibt in meinen Augen zumindest immer noch die schönste Saison. Aber ich gebe Ihnen recht, Sie haben uns schon ein wenig überzeugt. Der Winter ist doch besser als sein Ruf. Das freut mich aber. Denke, ja, doch. Ich gebe es zu, ich denke, das geht Ihnen auch so, liebe Zuschauer. Nun wird es aber höchste Zeit, dass wir uns in den kleinen Kursaal begeben. Denn dort warten schon viele Gäste auf uns und auf die Beantwortung vieler Fragen zum Thema Gottes Apotheke, alte Hausmittel, moderne Naturarzneien. Bis gleich. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie hier sind und dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und begrüßen Sie jetzt mit mir den Mann, der bereits seit 40 Jahren Autor von Ratgeberbüchern ist und seit 26 Jahren Gesundheitsexperte im Fernsehen. Das ist unser lieber Herr Professor Hademar Bankhofer. Schön, dass Sie da sind. Freut mich. So ein Publikum heute. Dankeschön. Setzen wir uns doch gleich mal. Ach, habe ich mich schon gefreut auf heute Abend. Ja, ich mich auch. Schön, dass Sie hier sind, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja. Ja, auch heute wollen wir uns ja wieder befassen mit Fragen rund um die Bewegung und die Ernährung und mit alten Hausmitteln und modernen Naturarzneien. Dazu haben uns viele Fragen erreicht. Einmal aus dem Kreis der Bibel-TV-Zuschauer. Die Leser der Passauer Neuen Presse haben Fragen uns zugeschickt. Und auch unser Kamerateam war in den letzten Tagen schon unterwegs und auch heute noch und hat hier in Bad Füssing bei den Kurgästen Fragen eingeholt. Und ich finde es so toll, dass die Menschen aus sich heraus spontan Fragen haben. Immer wieder. Ja. Einiges, was sie bewegt, und ich hoffe, wir finden heute auch bunte Antworten. Ja, ich werde mich bemühen. Okay, dann wollen wir mal sehen, was kommt. Sind wir gespannt. Das erste Thema, Kartoffeln. Eine Zuschauerin hat uns geschrieben und sagt, sie lagert im Winter immer in ihrem Keller Kartoffeln ein. Und sie schreibt, ich weiß, Kartoffeln, auf denen grüne Stellen zu sehen sind, müssen entsorgt werden, weil sie giftig sind. Wie ist das mit Kartoffeln, auf denen an mehreren Stellen Keime sprießen? Sind die in Ordnung oder sind die auch giftig? Das ist eine heikle und ganz wichtige Frage. Denn wir dürfen nicht vergessen, Kartoffeln sind in der kalten Winterszeit, in der kalten Jahreszeit, bis weit in den Frühling hinein, ganz wichtige Lebensmittel, die uns mit Vitamin C versorgen, die uns mit basischen Stoffen versorgen gegen zu viel säurebildende Nahrungsmittel, zu viel Fleisch, wenn wir essen. Ja. Und daher ist es so wichtig, dass man die Kartoffel gut lagert. Das Problem der heutigen Zeit ist, dass die Keller alle zu warm sind. Ja. Weil da gehen Rohre von der Zentralheizung durch. Es gibt keinen richtigen, das ist ganz selten draußen am Land, dass viele Menschen noch einen richtigen Keller haben, wo alles gekühlt lagert. Ja. Und da muss man halt leider sagen, ich habe das auch lange nicht gewusst, bis es mir ein Biochemiker erklärt hat. Also diese grünen Stellen ist klar. Da ist Solanin drin, das sollte man nicht ausschneiden, sondern die ganze Kartoffel weggeben. Auch wenn das bitte eine ganz kleine Stelle ist. Kartoffel ist dann giftig. Man soll es nicht tun. Giftig. Man hat das früher immer ausgeschnitten. Ja? So, und jetzt kommt die nächste Frage. Wenn da schon Keimlinge sind, ja? Wenn die Keimlinge noch nicht herausgekommen sind, wenn man so das spürt, dort wird was, dann geht es ja noch. Ja? Großzügig wegschneiden. Aber in dem Moment, wo ein Keimling so aus der Kartoffel rausschaut, ja, oder mehrere Keimlinge, hat es keinen Sinn abzubrechen und die Kartoffel trotzdem zu verwenden, was jahrzehntelang viele Menschen gemacht haben. Ja? Aber auch da, in dieser Kartoffel, ich merke es am Publikum, das ist eine neue Meldung, es ist wahnsinnig viel Solanin. Die ganze Kartoffel ist bereits durchzogen von Solanin. Und das ist giftig für den menschlichen Körper. Ja, es ist vor allem so, man wird nicht sterben daran, aber man kann große Übelkeit bekommen. Mhm. Es kann einem schlecht sein, sodass man auch dem Essen sagt, was war denn das, warum tut man das nicht gut? Und auf die lange Sicht, auf Dauer, belastet natürlich auch so ein Gift, so ein Lebensmittelgift, wenn es auch harmlos ist, die Leber. Ne? Das ist ganz klar. Aber ich würde also sagen, das Grundübel sind die heutigen Keller. Man muss wirklich, wenn man Kartoffeln lagert, optimale Voraussetzungen schaffen. Es muss kalt sein, es muss sehr kühl sein, es darf nicht unter Null haben, ja? Aber es muss sehr kühl sein und es darf nicht feucht sein, es muss trocken eine Möglichkeit sein, die Kartoffel zu lagern. Sonst, wenn wirklich Veränderungen in der Kartoffel da sind, darf man sie wirklich nicht zu Speisen verarbeiten. Und nur wenn schon was raussprießt, oder manchmal haben die auch so ein bisschen grüne Punkte, dann ist es auch schon... Naja, grün, das bleibt dem Betrachter jetzt überlassen. Wenn er sagt, das ist ein dunkler Punkt, kann das was werden, dann kann man das schon noch wegschneiden. Ja. Aber wenn was rauswächst, dann in dem Moment, wo man sieht, da verändert sich die Kartoffel in der Struktur, ja, eben durch eine große grüne Fläche oder durch einen Keim, dann bitte nicht konsumieren. Okay.
Aber auf der anderen Seite, bitte. Auf der anderen Seite bin ich dankbar für jeden, der Kartoffeln in den Speiseplan einbaut. Das sind so wahnsinnig wertvolle Lebensmittel für uns. Mhm. Und wie gesagt, gute Beilage und vor allem, weil sie so viel basisch sind. Sie bringen so viel Kalium auch mit. Ja, das ist, ich muss nur von mir sprechen. Also man greift ja heutzutage doch eher zu den Nudeln, weil das schneller geht. Kartoffeln dauert immer. Ja, richtig. Aber Dampfgegart, im Dampfgarer sind sie schon auch, da braucht man sich nicht kümmern drum, da kann nichts passieren. Die geht man hinein, von unten kommt das Wasser. Der Dampf und nach 20 bis 30 Minuten sind sie dann doch fertig. Also gesunde Kartoffeln. Und wissen Sie, es ist so ein leichtes Abendessen. Ja? Mhm. Nicht zu spät, aber eine Kartoffel, ein bisschen Quark und ganz wenig Butter, hervorragend. Mhm. Okay. Ja, ich merke auch im Publikum, ein Bejahen, auch da schätzt man die Kartoffel sehr. Und ich auch. Obwohl es Kohlenhydrate sind. Ja. Ja, Herr Professor, ich hätte gern eine Frage, und zwar betrifft es mich, vielleicht auch 100 andere. Ich habe immer Rückenschmerzen und vielleicht gibt es da was Pflanzliches, wo mir helfen kann. Natürlich gibt es eine wirkliche Naturarznei, die uns gegen Rückenschmerzen helfen kann, und das ist die Teufelskralle. Die Teufelskralle, das passt ja zur Bibel-TV. Ja, die kennt man schon sehr lange. Ja. Das heißt, in Südafrika gibt es Wüstenstrecken, in denen wächst die Teufelskralle. Ja, sie heißt Teufelskralle, weil natürlich die Pflanze oben so Haken hat, und wenn sich Tiere da hinein verirren oder reinsteigen, ja, dann können die sehr Schmerzen ertragen. Teuflisch für das Tier, aber für uns Menschen hat sie. Für uns Menschen muss man dazu sagen, die Teufelskralle hat unter der Erde eine große Wurzel. Mhm. Diese Wurzel hat Nebenwurzel. Und diese Nebenwurzeln, die haben so kleine Noppen dran. Ja? Und das ist das Wertvolle. Ja? Mhm. In diesen kleinen Außenstellen sozusagen der Wurzel ist Harpagosid drinnen. Ein Wirkstoff, der schmerzlindernd wirkt und entzündungshemmend wirkt. Mhm. Und das ist das Wertvolle dran. Und aus dem wird also ein Tee, kann man Tee zubereiten zum Beispiel. Achso, das schmiert man nicht auf den Rücken, nein, Tee, den das man nimmt man von innen. Das ist ein schmerzstillender Tee. Es gibt natürlich inzwischen auch Präparate, wo hochdosiert Teufelskralle mit inbegriffen ist. Aber am verbreitetsten ist der Teufelskrallentee. Mhm. Okay, und den kriege ich sonst in der Apotheke? Apotheke. Teufelskrallentee. Okay. Eine Frau hat uns geschrieben und schreibt: Mein Mann und ich, wir haben beide abends Schwierigkeiten mit dem Einschlafen. Unser Arzt hat sich gründlich mit unserem Problem befasst und ist zu dem Schluss gekommen, dass es an unserer Ernährung liegt. Was dürfen wir denn abends essen, damit wir entspannt einschlafen können? Ich glaube, das ist ein Thema für viele, viele Menschen, dass man oft nachdenkt, ist die Matratze schuld? Oder schnarcht der Partner. Oder schnarcht der Partner. Und dann war es schlicht und einfach. Es gibt so einen Slogan, ja, den möchte ich also immer wieder sagen. Der gesunde Schlaf beginnt mit dem richtigen Abendessen. Das heißt, jemand, der also sehr spät isst und dann gleich zu Bett geht, darüber möchte ich dann etwas sagen, das ist auch ein heikles Thema, ja, gleich zu Bett geht nach dem Essen, ist sehr, sehr schlecht. Es ist auch schlecht, wenn man jemand zu viel Alkohol trinkt, abends. Ganz schlecht. Tagsüber geht? Wenn jemand, ja, in Maßen. Okay. Das war eine gute Frage, ja. Aber ich meine, auf den Schlaf bezogen. Ja, wir haben jetzt konzentriert auf den Schlaf. Ja. Okay. Also darf ich mittags sicher ein Gläschen Wein oder ein Glas Bier trinken, ja. Ist klar. Nur, wenn ich weiß, dass ich Schlafprobleme habe, dann sollte ich das abends nicht trinken. Sollte ich überhaupt keinen Alkohol zu mir nehmen. Am besten, ja. Ich sollte also eher nur einen Tee trinken, ungesüßt. Ich sollte auch nicht zu viel süße Sachen nehmen. Ich sollte auch nicht zu fette Sachen essen. Und keine blähenden Sachen, also keine Erbsen und Bohnen zum Beispiel, sollte ich zu mir nehmen. Das liegt alles schwer im Magen. Mhm. Und dann, was viele gar nicht wissen, ich sollte, wenn ich abends esse, keine große Schüssel Grünen oder Salat zu mir nehmen. Weil die Leber gegen 19 Uhr abschaltet direkt nicht, aber ihre Aktivitäten sehr stark einschränkt und um 7 Uhr früh wieder richtig volle Power beginnt. Und in dieser anderen Zeit wird nur schwer langsam verdaut. Das heißt, dieses Grünzeug, ja, das rohe Gemüse, ja, bleibt in meinem Darm liegen, es wird vergären, es kommen Gärprozesse, es entstehen Fuselalkohole, ja, die wieder die Leber belassen. Okay. Na, so dass man also einen Salat mittags essen sollte und nicht am Abend. So, was und sollte man essen? Die positiven Dinge. Also sehr, sehr gut ist zum Beispiel eine Tomatensuppe oder Tomatensauce. Mhm. Ja?
Okay, denn die liefert Tryptophan. Und das macht auch die Avocado. Und okay. Tryptophan ist eine beruhigende Aminosäure. Die bringt mir eine schöne Beruhigung. Auch die Möhren, gedünstet. Mhm. Sanft gedünstet. Na, also nicht roh geknabbert, sondern sanft gedünstet. Ja? Dann Hirse. Mhm. Ja, das habe ich mir gedacht. Es gibt Hirsebrei. Es gibt Hirseauflauf, ja. Hirsefrikadellen, ja. Aber keiner, es will keiner sich anfreunden damit. Ich glaube, die Hirse hat so ein schlechtes Image, weil sie in den Märchen immer von armen Menschen gegessen wurden. Die armen Mädchen haben immer Hirsebrei essen müssen. Und deswegen vermeidet man das. Wobei man natürlich sagen muss, Paracelsus hat schon die Hirse das fröhliche Getreide genannt, weil er gemerkt hat, dass man locker wird, sich erholt, entspannt. Und auch fröhlicher wird. Das heißt, also das genau ist gut die, gute die gute Voraussetzung, um besser einzuschlafen. Ne? Ist ganz klar. Dann Brokkoli gedünstet. Mhm. Käse bitte nicht zu viel. Mhm. Ja? Okay. Denn man muss aufpassen, wer zu viel Käse isst, der kann also abends damit rechnen, dass vielleicht am nächsten Tag vielleicht der ein bisschen unterlaufene Augen hat und so. Also man muss da vorsichtig sein. Also Übersäuerung. Übersäuerung. Also lieber basisch und Gemüse. Zum Beispiel, ich hätte eine basische Alternative zu bieten, ein Selleriesalat zum Beispiel, gekochter Selleriesalat. Okay. Und ich möchte vorsichtig sagen, da würde dann dieses Oh passen wie bei einem Selleriesaft. Selleriesaft ist was Hervorragendes, weil er neutralisiert, er gibt basische Basis dem Körper und man schläft besser ein. Schmeckt etwas streng und schmeckt nicht so gerade, also so gut wie ein Glas Bier schmeckt er nicht. Ja. Okay, da ist die Kartoffel doch besser. Ja, genau, ja. Aber wie gesagt, es hat sich herausgestellt, wenn jemand abends Kohlenhydrate essen darf oder essen möchte, sind zum Beispiel Tomatensaft mit Tomatensauce mit etwas Vollkornteigwaren durchaus ein Abendessen. Also durchaus auch Nudeln dann? Durchaus, nicht zu viel. Mhm. Ne? Nicht zu viel. Und wie gesagt, auch ein Glas Tomatensaft ist auch förderlich für das Einschlafen. Aber man sieht, man muss das schon am Abend sehr aufpassen. Vor allem die Mengen. Man muss sanft umgehen damit. Die Menge und die Uhrzeit. Mit der Uhrzeit, da muss ich dazu unbedingt was sagen. Es gibt so die allgemeine Regel, man sollte zu spät abends nicht essen. Dann kommt natürlich sofort jemand, der im Mittelmeerraum lebt und sagt, Moment, die Spanier, die Italiener, die gehen um 23 Uhr essen. Und wie, ja. Und da gibt es eine Studie vom Institut für Sozialmedizin an der Universität Wien und die besagt, zwischen dem Abendessen und dem Schlafengehen müssen 2 bis 3 Stunden vergehen. Also okay. Dann ist es okay. Also wenn du um 10 Uhr isst, ja, dann musst du halt um 11, 12, um 1 schlafen gehen, was wir hier nicht tun. Ja? Aber ich sag nur, und jetzt kommt das Wichtigste dabei. Ja. In diesen 2 bis 3 Stunden... darf ich nicht vor dem Fernseher sitzen und einschlafen. Ich sollte mich schon nach Möglichkeit bewegen. Und darum finde ich es so wahnsinnig gut, wenn in einer Familie ein Hund ist. Ja. Der muss um die Zeit noch mal raus. Das stimmt. Der muss noch um den Block herumgeführt werden, einige Gassen weiter. Der braucht Bewegung, das tut dem Herrl und den Frauen ungeheuer gut. Und man kann dann mit besserem Gewissen und schläft auch sicher besser ein. Ja? Denn mit vollem Magen gleich schlafen gehen, schrecklich, das kann nicht gesund sein. Aber diese Dinge sind, also Avocado zum Beispiel, die grundsätzlich durch ihre B-Vitamine für ein friedvolles Dasein, ja? Also man ist friedlicher, ruhiger, entspannter, sind natürlich auch ideal am Abend auf einem bisschen dünnen Brot, dick die Avocados mit etwas Salz und Pfeffer, wunderbar. Super. Und nochmal Tomaten. Noch einmal die Tomaten. Gedünstet, gedämpft im Olivenöl oder als Tomatensaft, als Tomatensauce, als Tomatensuppe. Schön, super, wissen wir Bescheid. Und ich sage, und für diesen lieben Applaus sage ich nie wieder das Wort Hirse. Ja. Na, aber man muss noch mal probieren. Wissen Sie, was wirklich gut ist, meine Damen und Herren? Wenn Sie Hirse dünsten wie Reis, wenn Sie grüne Erbsen dünsten und mischen dann die Hirse mit den Erbsen. Sie kennen doch alle Risibisi. Ja. Das ist Hirsibisi und schaut fantastisch aus, als Beilage gelb und grün. Nicht? Wunderschön.
und schmeckt auch wirklich gut. Aber wahrscheinlich auch wieder nicht abends, weil Erbsen sollte man ja. Ja, ja, das ist für Mittagessen. Nicht abends. Das ist für, also das passt zu dem Thema nur halb dazu. Okay. Ich wollte nur sagen, wie die Hirse auch wirklich gut schmecken kann und köstlich schmecken kann. Okay. Gut. Kommen wir doch zum nächsten Thema. Und zwar hat uns eine Zuschauerin geschrieben und fragt, gibt es ein einfaches, ungefährliches Hausmittel, das man einsetzt, wenn man die ersten Anzeichen einer Erkältung spürt? Vor allem, wenn man merkt, dass die Atemwege angegriffen sind. Ja, da gibt es ein wunderbares Hausmittel, da sage ich nur Thymian. Thymian. Okay. Thymian, ganz, ganz wichtig. Ich nehme ein Thymian-Bad. Thymian, ja? Okay. Eine Handvoll getrocknete Thymian wird mit 2 Liter kochendem Wasser übergossen. Einmal kurz aufkochen, 20 Minuten ziehen lassen, zugedeckt, okay, durchseihen und diesen Thymian-Tee, kann man gar nicht sagen, das ist eine Thymian-Brühe eigentlich, in die Badewanne und 25 Minuten darin baden, aufrecht dann auch sitzen zeitweise und gut einatmen, ja, weil ja, das Thymol aus dem Thymian tut den Atemwegen ungeheuer wohl und die gesamte Erkältung wird natürlich durch das heiße Bad positiv beeinflusst. Dann duschen, Frottee-Mantel anziehen, ins Bett legen und mindestens eine Stunde ruhig da liegen, nur an schöne Sachen denken und richtig entspannen und sich denken, ich bin auf dem Weg der Gesundheit. Super, und das ist gut und hilft erstmal hilft die Erkältungsanzeichen. Also es kann passieren, dass man nach Hause kommt, sehr sensibel sagt, ja, da ist eine Erkältung im Anzug, ja, nicht den Anzug wegwerfen bitte, ja. Also und sagt sich, ich gehe sofort in die Badewanne. Ja. Dann kann sein, dass gar nichts daraus wird, dass man sofort die Erkältung sozusagen im ersten Augenblick schon in den Griff bekommt. Dann Thymian mitnehmen. Beziehungsweise erstmal Thymian sollte man immer zu Hause haben, denn wenn man zum Beispiel einen Husten bekommt, würde ich zu Hause jetzt Thymian-Tee zubereiten in einem Topf und würde die aufsteigenden Dämpfe vom Thymian inhalieren und würde dann auch zu Bett gehen natürlich. Okay. Ist auch Thymian, denn, also und wenn man nämlich in der Apotheke Hustensaft kauft, ist er teuer. Ist in den besten Hustensäften überall Thymian mit drin. Okay. Ja? Auch schon, nur noch schauen, wo steht Thymian? Das sind wirklich die besten, weil Thymian so ein unheimlich gutes Kraut ist und so einen starken, starken, markanten Geruch hat. Ja? Die ätherischen Öle des Thymols sind so, so stark. Herr Professor Bankhofer, wenn ich spazieren gehe und in der kalten Jahreszeit habe ich oft Schluck auf. Gibt es da können Sie mir da einen Tipp geben, was ich dafür tun kann? Ja, diese Dame hat ja einen langen Brief geschrieben und die hat so entzückend, unten dann PS, aufgezählt, was sie schon alles gemacht hat. Also den Atem anhalten und bis 10 zählen, die Ohren zuhalten und sich ein Glas Wasser reichen lassen und schluckweise trinken. Ja? Also sie hat das wirklich aufgeschrieben und da kann ich mit gutem Gewissen jetzt sagen, was sie probieren soll. Ja. Es gibt nämlich ein uraltes, ganz einfaches Hausmittel, das von der heiligen Hildegard von Bingen her ist. Und zwar sagt sie, warmes Zuckerwasser trinken. Warmes also Zuckerwasser. Wenn man die Dosierungen der heiligen Hildegard umrechnet, ja, wäre das ein Glas warmes Wasser mit 3 bis 4 Würfel Zucker, Zuckerwürfel, und zwar brauner Zucker, also roher Zucker. Ja, zergehen lassen, ja. Also das ist natürlich kein Naturrezept für Diabetiker, ja, das ist ganz klar. Aber, und in kleinen Schlucken trinken. Ja. Sagt sie, ist eines der besten und schnellsten Mittel. Wahrscheinlich hat der Körper dann zu viel mit dem Zucker zu tun, dass er den Schluck auch vergisst. Ich muss gestehen, ich habe das einmal probiert. Es ist schon sehr anstrengend, das zu trinken, muss ich sagen. Ja. Ich habe es auch wirklich nur probiert. Aber man kann's ich hatte versuchen. Aber auch keinen Schluck auf, muss ich dazu sagen. Aber es gibt einen Schluck. Mich wundert es eigentlich, da sieht man, dass wir in einer Welt leben, in der die Liebe eigentlich so zu kurz kommt. Ja? Denn es gibt ein so wunderschönes Mittel gegen Schluck auf. Wenn zwei Partner, ja, sich lieben und beisammen sind, dann ist es die einfachste Weise, der Partner kriegt Schluck auf. Ja. Der andere nimmt ihn, umarmt ihn und küsst ihn intensiv. Sie haben es gehört? Und Schluck auf ist im Griff. Die einfachsten Hilfe. Ja. Das ist... Okay. Das ist... Das hat ein... Egal wie, egal wo, Schluck auf. Ja, egal wo, mitten auf der Straße, bei der Bushaltestelle. Ja. Bei der Bushaltestelle. Wunderbar. Dann sagen Menschenskind, wenn die Leute dumm schauen, wir sind 50 Jahre verheiratet. Ja. Und das hat ein amerikanischer Psychotherapeut. Ist da eines Tages draufgekommen, dass das schnellste Mittel ist, um einen Schluck auf in den Griff zu kriegen. Okay.
Also das wollte ich nur einwerfen. Ne? Gut zu wissen. Also das ist ja eine Alternative, wenn man einen Partner hat. Also ja, wenn man einen Partner hat, wunderbar. Man kann dann nicht jeden dahergelaufen auf der Straße schnappen und sagen, küss mich. Ich habe Schluck auf. Ja? Ja. Das geht nicht. Okay, dann wissen wir Bescheid. Ja. Jetzt sind wir bei einem anderen Thema, Schlucken. Und zwar heißt es, seit einiger Zeit habe ich häufig beim Essen Schluckbeschwerden. Und man hat dabei das Gefühl, als müsse man ersticken. Manchmal habe ich regelrechte Todesangst. Die Ärzte haben bis heute keine Ursache dafür gefunden. Gibt es ein Naturrezept, mit dem man sich zumindest im Augenblick mit den Beschwerden oder helfen kann, dass diese Beschwerden gelindert werden und man die Angst etwas lindert? Das ist was Furchtbares. Ich habe einen Verwandten, eine ältere Dame, die genau das so miterlebt. Ja? Die kriegt Panik plötzlich beim Essen, weil da ein Krampf in der Speiseröhre. Hauptsächlich erleben das ältere Menschen. Ja? Mhm. Und daher sollte man den älteren Menschen sagen, bitte Ruhe bewahren, keine Panik. Und dann muss man sie zurückführen in eine alte Zeit. Es gab ja im Mittelalter, ich habe das schon öfter erzählt, die Reibemönche, das heißt wandernde Mönche, die herumgezogen sind, Teerezepte verraten haben, aber auch den Leuten gesagt haben, wo sie sich reiben und massieren können, um sie zu helfen. Oder? Und da gibt es einen Punkt, der sehr helfen kann, eine Übung. Und ich würde Sie bitten, meine Damen und Herren, Sie sind so eifrig, Sie machen sicher mit. Stehen Sie vielleicht alle auf, weil man muss stehen dabei. Das heißt, stellen Sie sich vor, man sitzt beim Essen, man hat was geschluckt und auf einmal hat man das Gefühl, um Gottes Willen, was ist los mit mir? Dann sofort aufstehen. Also nicht sitzen bleiben, das ist immer gut. Ja? Okay. Und dann Folgendes suchen. Sie nehmen Ihre rechte oder linke Hand, ist egal, und lassen Sie so runter. Ja? Und jetzt geben Sie den Zeigefinger und den Daumen fest zueinander. Ganz fest. Und jetzt beobachten Sie, gehen Sie bei den Fingern runter zur Wurzel. Ja. Wo beginnen die beiden Finger? Und da ist dazwischen so ein Wulst. Da steht Haut in die Höhe. Ja? Ja. Und da ganz deutlich zu sehen. Und diesen Wulst massieren Sie drückend mit dem Zeigefinger oder dem Daumen der anderen Hand. Das ist ja interessant. Und das ist ein Energiepunkt? Das ist ein Energiepunkt, der eigentlich direkt zur Speiseröhre und zum Gehirn führt. Ja? Okay. Und erstens einmal eine Beruhigung schafft, eine Entkrampfung schafft. Und es ist also auf diese Weise möglich, dass eine Erleichterung eintritt, wenn man allein ist zum Beispiel, ja, und sofort also nicht mehr dieses Gefühl hat, ich muss jetzt ersticken. Ja, die Psyche spielt ja auch eine Rolle. Das spielt natürlich eine große Rolle, denn es ist meistens ja gar nicht so gefährlich, wie es sich anfühlt. Ne? Und daher bitte nie vergessen, die Hand locker runterlassen, Zeigefinger und Daumen und fest aneinander und den Wulst hier, der am Fuße der beiden, also Finger entsteht, fest massieren und drücken mit dem Zeigefinger oder dem Daumen der anderen Hand. Auf was die Mönche alles gekommen sind damals? Ja, auf der ganzen Welt hat man eigentlich immer massiert und gedrückt. Das haben die Menschen, auch die Indianer haben das ja immer gemacht. Das sind diese Energiepunkte, das sind oder irgendwie? Das sind die Energiepunkte, auf die man eigentlich mehr hören sollte, die man mehr nützen sollte. Toll haben Sie es gemacht. Applaus für Sie. Nehmen Sie Platz. Herr Bankhofer, ich habe gehört, dass Kupfer so gut sein soll für die Immunkraft. Aber wo finde ich Kupfer drin? Kann ja wohl kein Kupferblech essen, oder? Fürs Immunsystem, aber auch fürs Gehirn ist Kupfer sehr gut. Mhm. Wir haben in Pilzen Kupfer drin. Okay, wir haben in Erbsen. Also bei den Pilzen grundsätzlich, auch in Champignons, überall, in allen Pilzen. Wir haben in Erbsen, wir haben in Nüssen, in den Walnüssen, in allen Vollkornprodukten, also Vollkornbrot, Vollkornteigwaren, ja, finden wir es, in Schalentieren und dann in hochwertiger Schokolade. Also das klingt doch sehr elegant, wenn ich sage, geben Sie mir 10 Tafeln Schokolade, es ist wegen des Kupfers. Ja, das ist gut. Aber was heißt hochwertig ab 70% Kakao? Ja, 70 bis 80%. Ja, entschuldigen, dass ich es nicht gleich erklärt habe. 70 bis 80% Kakaoanteil macht eine Schokolade, wenn man sie in kleinen Mengen konsumiert, zu einem wirklich gesunden Essen. Weil da ist, wie gesagt, ein Stoff drinnen namens Resveratrol, der genauso wie der Stoff in den dunklen Trauben, ja, Herz und Kreislauf stärkt und eine frühzeitige Atherosklerose verhindern hilft. Okay, und dem Immunsystem wiederum hilft. Ja, also auf diese Weise an sich und natürlich obendrein noch gute Laune schafft.
Das ist gut. Ja, wie gesagt. Aber wie gesagt, Kupfer und in der Nahrung. Eine Rechtfertigung zum Naschen. Das ja, ist ja, genau. Und Kupfer in der Nahrung ist auch wichtig fürs Gehirn, für die Arbeit im Gehirn. Ich habe in der kalten Jahreszeit öfters Probleme, das heißt mit Erkältungen, Schnupfen und so weiter. Könnten Sie mir, oder welche Kräutertees könnten Sie mir empfehlen? Salbeitee gegen Halsschmerzen, Heiserkeit und eine leichte Erkältung. Der Zystusrosentee, ja, aus dem Mittelmeerraum, ist gut gegen grippale Infekte. Und den kriege ich in der Apotheke? Apotheke, auch? Ja. Wenn es sich um die richtige schwere Virusgrippe handelt, da kann ich schon zur Natur auch greifen, da trinke ich Sternanistee. Denn das Sternanis-Gewürz enthält die Shikimisäure und die sorgt dafür, dass sich Viren, Shikimisäure, dass die Viren sich nicht vermehren können. Das heißt, ich kriege die Viren besser in den Griff. Dann haben wir Thymian, haben wir ja vorhin gesprochen, für die Thymian-Tee für die Atemwege. Ja. Basilikum-Tee fördert den Fettabbau, hilft beim Abnehmen. Basilikum-Tee. Ja, Basilikum-Tee. Schmeckt aber wahrscheinlich auch nicht so, es hat ja jetzt nicht so den Geschmack, wahrscheinlich, wenn ich das aufgieße. Ja, da haben Sie völlig recht, das ist ein Tee, der ja nicht gerade große, eine große Fangemeinde hat. Den stellen wir zur Hirse dazu, ne? Ja, genau. Und zum Selleriesaft. Und zur Selleriesaft. Dann die Kamille natürlich für Hautprobleme und für Gastritis und Magenschleimhautentzündung kann der Kamillentee sehr helfen. Und dann natürlich ein Gewürztee, der in der kalten Jahreszeit von innen her wärmt, zu gleichen Teilen Anis, Fenchel, Kümmel, zu gleichen Teilen gemischt, ein gehäufter Teelöffel Anis, davon. Anis, Fenchel und Kümmel. Und Kümmel, ja. Schöne Gewürze, die sollte man zuerst im Mörser ein bisschen aufschlagen, ja. Dann ein gehäufter Teelöffel wird übergossen mit einem Viertelliter kochendem Wasser, 10 bis 15 Minuten ziehen lassen, relativ lang, zugedeckt und dann lauwarm mit etwas Honig trinken in kleinen Schlucken. Der ist so für die Winterstimmung, für bessere Stimmung da und hilft einem. Also viele Heilkräutertees, da ist gegen jede Beschwerde. Gegen jede Beschwerde. Und dann natürlich bitte der Hagebuttentee, der Vitamin C wieder hilft, uns auch wieder von innen wärmt. Also da gibt es viele. Da könnte man also wirklich stundenlang drüber reden. Sie können das auch nachlesen dann auf unserer Internetseite unter www.bibeltv.de. Wenn Sie sich jetzt nicht alles merken können, die ganzen Rezepte, da kann man das dann nachlesen. Da stehen auch ein paar Tees, sicher noch mehr dazu. Bestimmt noch ein paar mehr Tees und Heilkräuter, ganz bestimmt. Herr Professor Bankhofer, ich bin sehr empfindlich, wenn ich mich an einem Möbelstück anstoße. Ich kriege schnell blaue Flecken. Was kann man gegen Blutergüsse machen? Ich bedauere alle die Menschen, es sind hauptsächlich Frauen und junge Mädchen, die also so eine übersensible Bindegewebe haben, dass sofort blaue Flecken entstehen. Weil man sieht im Bus oder bei der Busstation im Sommer eine Frau mit blauen Flecken auf den Beinen und dann denkt man so, wird die hart angefasst oder ist die gestürzt oder was. Ne? Und immer, dabei ist das wirklich nur wo leicht angekommen. Also ein starker Bluterguss. Also gibt es da Menschen, die wirklich sehr empfindlich sind? Sehr empfindlich, ja. Und ein starker Bluterguss gehört sofort zum Arzt, ist ganz klar. Wenn es aber wirklich eine Ansammlung kleiner blauer Flecke ist, wo man sich ein angeschlagen hat. Makel, ja, wo man sagt, die will ich weg haben, da gibt es schon Hausmittel. Da gibt es zwei Hausmittelmöglichkeiten. Das eine ist der Quark, zimmerwarmer Quark. Und das andere sind Kartoffeln, die zu Bellkartoffeln gedämpft worden sind und die dann mit Schale zerstampft werden. Ja? Also, und dann auf diese Stelle. Dann trägt man entweder, das ist entweder oder, ja? Also nicht beides zugleich. Man trägt also entweder den Quark auf ein Tuch auf, so Messerrücken dick, oder auf ein Tuch die Masse von den zerstoßenen Bellkartoffeln. Und dann trägt man sie, drückt man sie mit dem Tuch auf die Hautstelle drauf, lässt sie dort 20 Minuten einwirken und wäscht das Ganze dann mit Wasser, Zitronenwasser ab. Muss man allerdings natürlich sehr oft machen. Okay. Ja? Das ist nicht von einem Mal zum anderen, das muss langsam wieder sich zurückbilden. Aber also wie gesagt, das für blaue Flecken, aber beim Bluterguss dann doch lieber gleich Also zum beim Arzt. Starken Bluterguss unbedingt den Arzt. Bei kleinen blauen Flecken kann man diese Hausmittel gerne anwenden. Okay. Jetzt ein anderes Thema, wieder Bewegung oder Mangel an Bewegung, was ja heutzutage oft der Fall ist durch die viele Arbeit. Und zwar schrieb uns ein Mann, wenn ich lange Zeit vor dem Computer sitze, kriege ich Schmerzen an der Stirn, im Nacken und an den Schultern. Ein Orthopäde hat festgestellt, die Muskeln meiner Halswirbelsäule haben keine Kraft. Wie kann ich die Muskulatur rund um die Halswirbel denn stärken und meine Schmerzen lindern? Da muss man zuerst einmal die Nackenmuskeln herausfordern, ja? Die muss man wirklich jedes Mal zwingen, dass sie aktiv werden.
Und das kann man mit einer Übung. Und wie ich unser Publikum kenne, sind sie ganz heiß drauf, wieder eine Übung durchzumachen. Dazu muss ich Ihnen sagen, Sie müssten aufstehen, bitte, wieder. Aber ist doch gut, nach so langer Zeit wieder mal stehen. Eine gute Abwechslung. Das heißt, man muss hier die Muskelpartien stärken. Okay. Das kann man mit einer Übung. Orthopäden geben oft Übungen einen einfachen Namen, damit man sich's merkt. Ja? Und diese Übung heißt, wie war denn das? Warum? Sie kennen das alle, man steht mit jemandem dabei und der sagt, du sag mal, kannst du mir erzählen, wie das damals war im Jahr sowieso? Und es fällt einem ein, man sagt, wie war denn das nur? Ja? Wie okay. war denn das nur? Aber man nur? Muss sich jetzt ja? nicht so verstehen Sie? Also das macht man sehr wild. Das machen wir jetzt langsam symbolisch. Und sanft, symbolisch, als Übung für die Nackenmuskeln. Das heißt, wir stellen uns gerade hin, die rechte oder die linke Hand, wenn der Linkshänder ist, natürlich mit der linken Hand, wird zu einer hohlen Hand geformt. Und jetzt führen Sie sie zur Stirn und drücken 7 Sekunden fest dazu und breiten die Finger dabei aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Sie werden das, dann machen Sie Pause. Okay, das merkt man aber sofort. Ja? Und dann ziehen Sie, dann geben Sie die Hand wieder gegen die Stirn und drücken fest dran. Und zählen wieder bis 7. Und wenn Sie das mehrmals machen, spüren Sie da hinten, wie sich die Muskeln anspannen, wie sie Muskeln gegenarbeiten. Und das ist das Wichtige, weil durch das viele Sitzen am Computer werden diese Muskeln alle nicht betätigt. Ja? Und so können Sie diesen Muskel immer wieder und merken sich das, wie war denn das? Ja? Wie ich spruch, war denn Sie das? Sagen, sonst ja? nützt es nichts. Ja? Dann merken Sie es nämlich, wissen Sie. Genauso wie eine, es gibt eine wunderschöne Übung, um Verspannungen im Nacken aufzulösen. Und auch da wieder hilft einem eine dumme Bezeichnung. Das heißt, Sie stehen gerade, wenn Sie zu lang beim Fernsehen gesessen sind, wenn Sie zu lang im Auto sitzen mussten und Sie steigen dann aus, stehen Sie gerade und heben die Schultern, so weit es geht, nach oben. Und senken Sie wieder, so weit es geht, nach unten. Und das machen Sie 20, 30 Mal. Und damit Sie nach wenigen Tagen die Übung nicht vergessen, denken Sie sich dabei, ich weiß es nicht. Mann, das ist aber. Ich weiß es nicht. Wie ja. war das noch? Ja. Das ist ja alles. Das sind, aber ich schwöre es Ihnen, diese Übungen, die merken Sie sich ein Leben lang. Das, wie war denn das? Und ich weiß es nicht. Okay. Das ist eine gute, das ist übrigens eine gute Antwort. Einer sagt, wie war denn das? Und der andere sagt, ich weiß es nicht. Ja. Also gehen Sie mit diesen Übungen gut um und setzen Sie sich sehr oft ein, um einfach Nacken und Schultern zu entspannen. Ja. Applaus für Sie. Ganz toll gemacht. Ganz toll. Bei mir beginnt fast jede Erkältung mit starken Halsschmerzen. Was kann ich dagegen tun? Gibt es da ein Naturprodukt? Oder wie kann man mir da helfen? Weil ich bin in einem Gesangverein und da ist das für mich ein Problem, da ich dann keine klare Stimme habe. Es gibt nichts Schöneres, als in der kalten Jahreszeit einen schönen Rettich zu essen. Ich weiß nicht, ob Sie, wer isst gern Rettich? Schön, wunderbar. Und Rettich ist so wahnsinnig gesund für die Galle. Mhm. Ja? Wahnsinnig gesund für Galle und Leber. Und da frage ich jetzt, in Deutschland, wo, glauben Sie, liebe Verena, gibt es die wenigsten Gallenpatienten? Da, wo der Rettich wächst. In Bayern, richtig. Weil da hat man den Radi. Und der wird, ob es im Oktoberfest ist oder im Biergarten, überall wird Radi gegessen. Aber da gibt es wahrscheinlich die meisten Leberschäden durch das Weißbier dann. Das macht es dann auch nicht wieder, ja, wieder gut. Ja, 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 das war gut. Das war sehr gut, sehr gut. Wissen Sie, meine Damen und Herren, es ist ja auch so beim Alkohol, wenn man sagt, der Mann darf ein Viertel trinken, die Frau nur ein Achtel Liter und das auch nicht jeden Tag im Grunde genommen. Der Alkohol ist, kann eine kleine Naturarznei sein, aber wir dürfen nie vergessen, ja, wenn man zu viel trinkt, der Alkohol schädigt das Hirn, er schädigt die Leber, er schädigt die Nieren und er stört den Schlaf. Und das muss einem immer bewusst sein, also wirklich nur in Grenzen und Maßen. Aber wir wollen uns jetzt ja mit der Heiserkeit und dem Halsschmerzen befassen. Und da muss ich sagen, der Rettich enthält so viele Senfstoffe. Ja? Mhm.
und so viele Stoffe, die also sich positiv im Halsbereich, ja, und im Entzündungsbereich, im Rachenbereich auswirken, dazu hat er einen Partner, das ist der Honig. Im Honig sind sogenannte Inhibine, hat nichts mit der Biene zu tun, ja, die, ohne IE. Ja. Inhibine, das sind Stoffe, die gerade bei einer Erkältung sehr, sehr positiv im Körper ansetzen. Ich brauche nichts anderes zu tun. Ich nehme so einen großen weißen Rettich oder einen schwarzen Rettich. Ja? Ja. Man sagt also dem schwarzen Rettich noch ein bisschen eine stärkere Wirkung hinzu, aber den gibt es halt nicht immer. Ne? So, und dann nehme ich... Erstmal mache ich das irgendwie in der Mitte raus. Entschuldigen. Ich muss den Rettich waschen, ich muss ihn schälen, schneide vom Rettich so eine Kappe nur ab, also nicht in die Hälfte, ne? Ja. Eine Kappe, okay. Und höhle das aus. Ja? So, sieht so das schaut dann es dann aus. So, und dann muss ich dafür sorgen, dass dieser Rettich nicht umfällt, sondern fest sitzt. Ja. Am besten fixieren. Ja, natürlich. Ja. Denn er darf natürlich jetzt sich nicht bewegen. Ja. Denn jetzt kommt das Wichtigste. Ich greife zum Honig und gebe jetzt in diese Höhlung, die ich gemacht habe, einen Honig. Ja. So. Das sieht schon spannend aus. So, ich werde ein bisschen nachhelfen. So. So, dass das ausgefüllt ist, dass es richtig voll ist. Ja? So. Und das Ganze muss ich jetzt über Nacht stehen lassen. Okay. Denn der Honig holt jetzt die Säfte des Rettichs, die auch davon selber gleich kommen, ja, rauskommen. Und daraus wird sozusagen... Also der saugt die quasi... Ja, ja, daraus wird jetzt so eine Mischung von Rettichsaft und Honig. Ein Elixier für Halsschmerzen, ein Elixier für den Hals, ja. Und ein Elixier, um schneller wieder Heiserkeit und Halsschmerzen in den Griff zu bekommen. Das heißt, ich lasse es über Nacht stehen und nehme dann am nächsten Tag... Am nächsten Tag nehme ich ein kleines Löffel, ja, oder ein Stück vom Rettich, mische das Ganze durch, schön durch, weil der Saft ja unten stärker ist vom Rettich. Und davon nehme ich jetzt zu jeder vollen Stunde einen Teelöffel, lege es in den Mund und lasse es im Mund richtig langsam zergehen, sodass die Mundschleimhäute sofort einen Teil dieser Wirkstoffe, dieses Sirups. Es ist im Grunde genommen ein Honig-Rettich-Sirup oder ein Rettich-Honig-Sirup, wie man will. Und der ist natürlich ein uraltes Hausmittel, sehr wirksam gegen Halsschmerzen, Heiserkeit und gegen Erkältungen grundsätzlich. Aber wie gesagt, konsequent. Man muss wahrscheinlich so 2-3 Tage jedes Mal einen Rettich herrichten, Honig hineingeben, über Nacht stehen lassen, am nächsten Tag wieder zu jeder vollen Stunde ein Teelöffel zergehen lassen. Ein wirksames und auch recht günstiges. Günstiges und auch ein wohlschmeckendes, ja? Ein wohlschmeckendes. Und ich möchte auch da wieder sagen, es ist ein uraltes Hausmittel, das bitte nicht in Vergessenheit geraten darf. Das wollen wir doch alle, dass es weiter besteht. Dafür sorgen wir. Herr Bankofer, vielen Dank. Dankeschön. Damit sind wir auch wieder am Ende. Ich danke Ihnen. Schön war es wieder. Ja, fand klasse, ich auch. Ich klasse. Danke Ihnen für die vielen wertvollen Tipps. Ich danke auch Ihnen, liebes Publikum, dass Sie so toll mitgemacht haben. Sie waren großartig. Bei all den Übungen. Und ich danke auch Ihnen, liebe BibelTV-Zuschauer. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Gottes Apotheke, alte Hausmittel, moderne Naturarzneien. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Thank you.